Ja, einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier zum dritten Saisonrennen von VE Racing. Die NASCAR-Serie lädt wieder ein. Mein Name ist Sebastian Qualke und mit mir zusammen wird heute der Franco Paletti kommentieren. Hallo Franco. Hallo Basti. Ja, wir sehen hier schon ein paar Fahrzeuge unterwegs. Das ist hier die Boxengasse, die Fahrzeuge gegenüber voneinander aufgereiht. Das hat so ein bisschen, ja, das sieht so ein bisschen so nach Konfrontation aus. Das Oval heute Bristol, sehr klein gehalten. Hier sehen wir mal ein paar Autos. Da ist eins auf der Strecke mit Martin Stöllinger. Das Briefing ist gerade vorbei. Die Fahrer fahren sich jetzt noch mal ein bisschen warm, bis es dann ins Qualifying geht. Und ja. Was können wir denn heute bei der Strecke erwarten in Bristol? Es ist ein sehr kurzes Oval, das muss man sagen. Ich glaube sogar das kürzeste in der gesamten Serie, im gesamten Kalender. Insgesamt 858 Meter. Also ja, wirklich unglaublich klein. Dennoch passen hier in diesen Nudeltopf ganze 160.000 Zuschauer rein. Gut, die Ränge sind leer. Liegt daran, dass es eben nicht die reale NASCAR ist, sondern in Anführungszeichen nur die VE NASCAR. Aber dass wir uns hier keinen Abbruch tun, die Zuschauer sind ja dafür an dem Bildschirm zu Hause. Ja, das wollen wir hoffen. Und du hast es angesprochen, es ist eine wirklich sehr kurze Strecke und ich freue mich hier wirklich hier, dass mein Debüt bei der NASCAR geben zu dürfen. Gerade eben bei dieser Strecke, die Strecke, die ja eigentlich, wo sich auch die Geister so ein bisschen scheiden. Entweder man liebt sie oder man hasst sie, gerade eben, weil sie so ein bisschen untypisch ist, eben dadurch, dass sie so kurz ist und so extrem hohe Gradzahlen. Hier sehen wir es an der Einstellung gerade, wo die Autos langfahren. Also die Steilkurven sind wirklich extrem überhöht. Man sagt, dass sie ungefähr so um die ja, 36 Grad Erhöhungen haben, also da ist richtig Pfeffer drin. Du hast es gesagt, Nudeltopf, das, ja, das finde ich ganz gut, den Ausdruck, der passt ganz schön. Ja, wir sehen hier noch einen neuen Fahrer, den wir hier heute dabei haben, und zwar ist das der Roy Schroten. Wie man im Namen vielleicht schon hört, ist er Holländer. Also auch die VE Racing goes international. Hier sehen wir auch sehr schön die LKWs ein bisschen nebeneinander aufgereiht und hier auch die Boxenausfahrt. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen eng mit den beiden. Oder ist das etwa die Boxeneinfahrt? Es ist anscheinend doch die Boxeneinfahrt. Ja, jetzt ist es ja ein Bristol so, hoppala, da war es ein bisschen eng. Es ist ja ein Bristol so, also ich weiß nicht, wie das jetzt hier gehamtert ist, aber vielleicht kannst du mir da aushelfen. Gerade dadurch, dass die Strecke so kurz ist, gibt es ja normalerweise hier zwei Boxengassen bei einem, gut, weil normalerweise hat man auch ein Starterfeld von 43 Wagen um den Dreh, bei der originalen NASCAR. So viele sind es natürlich heute nicht, aber ist das so, dass man hier auch tatsächlich dann Boxen ein- und Ausfahrt da eine komplette Runde in der Box verbringt? Oder kann man da direkt wieder an der einer Geraden rein und an derselben Geraden wieder raus? Weißt du das? Also es scheint mir hier so zu sein, dass auch das Fahrerfeld aufgeteilt ist. Holla, da fährt uns einer fast die Kamera um. Dass es hier auch aufgeteilt ist, dass eben die einen Fahrzeuge ihren Boxenplatz auf der einen Seite haben, die anderen auf der anderen. Aber ich glaube, man muss hier keine ganze Runde in der Box verbringen, sondern nur eine halbe, also beziehungsweise eben nur diese eine Gerade. Allerdings werden wir es im Rennen nochmal genau sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier geregelt ist. Weil wir haben eben gesehen, war das, glaube ich, da war ich rot. Und da geht's schon zur Sache. Jetzt muss da natürlich jemand aufpassen und da haut sich natürlich ja, und das ist auf so einem kleinen Oval natürlich unglaublich gefährlich. Wenn da sich einer dreht, dann sind gleich alle 20 relativ schnell, oder alle 25 anderen etwa, die wir heute hier mitfahren, sind natürlich auch relativ schnell wieder ran. Diese Rundenzeit ist etwa bei 15 Sekunden. Und dementsprechend, wer vorbeikommt an dem Crash, ist 15 Sekunden später genau da. Absolut. Und die Streckenbreite ist ja auch nicht super breit, also jetzt nicht zu vergleichen mit Michigan. Also hier sehen wir es auch wieder einer. Ja.
Also natürlich auch die Überhöhung der Kurven, der Gradzahl hat natürlich dann auch zur Folge, dass der Wagen dann, wenn von gerade bei dem Stück, wo man in die Kurve einfährt und beim Kurvenausgang, das ist natürlich so weich gemacht, wie es nur eben geht, aber der Übergang ist doch zu merken hier jetzt, vor allen Dingen jetzt da diese, wenn man die Ideallinie erwischen will, da muss man tatsächlich aufpassen, dass der Wagen da nicht dann ganz einfach an Traktion verliert und dass man sich da einfach dreht. Mal, dass wir da natürlich da wenig Unfälle wie möglich sehen, aber naja, bei der Nesca sieht das alles aus. Nacht einer auch ganz alt in die Box. Ja, das war Sandro Petrizelli und hier, oh! Das ist genau das, ja, was du angesprochen hast. Im Kleinen hat hier jemanden aufs aufs Horn genommen. Ins Boxhorn jagen, aufs Korn. Ha! Ich wusste, dass es so heißt. Aufs Korn genommen. Ja, ein Problem, das natürlich die Nesca-Fahrzeuge haben auf der Strecke, dadurch, dass wir ja eben doch relativ schnell hier die Kurven sehen, kommen die Fahrzeuge nicht wirklich auf eine hohe Geschwindigkeit. Also gut, okay, für die paar Meter ist die Geschwindigkeit schon relativ hoch, aber wir sind hier etwa bei, ja, unten links knapp, so um die 200. Etwas drüber normalerweise, also auf den Geraden, da kommen wir bis auf 220 vielleicht, 215, 220, in den Kurven dann bei 190, in den für Nescas vergleichsweise geringen Geschwindigkeiten, da sind die Fahrzeuge sehr anfällig für Dreher. Das ist, ja, dadurch, dass sie eben so unglaublich viel Power haben, auf der Hinterachse vor allem, da dreht man sich sehr, sehr schnell weg bei geringen Geschwindigkeiten. Deswegen muss man auch grundsätzlich auf allen Strecken bei der Boxenausfahrt mit den Autos sehr aufpassen, dass man sich da eben nicht wegdreht. Da muss man ganz, ja, ganz vorsichtig Gas geben. Hier sehen wir es auch. Also wenn man rausfährt, muss man die Kurve noch unten auf dem Apron bleiben, auf dem dunkelgrauen Stück, und darf dann auf der Gegengeraden rauffahren, aber auch nur, wenn die Fahrt frei ist, also wenn der Weg frei ist. Da muss man natürlich höllisch aufpassen, gerade auf dem kurzen Oval hier. Könnte natürlich durchaus sein, dass derjenige, der als erster reinfährt, einen Vorteil hat, weil er da dem ganzen Feld aus dem Weg geht im Rennen. So, wir haben es jetzt 5 nach 8, bedeutet, dass jetzt eigentlich das Qualifying starten sollte. Wir hoffen es zumindest. Ob es dann auch wirklich so passiert, werden wir sehen. Da ist jemand in der Box. Nee, das ist unser Auto. Dann geht jetzt nämlich die Qualifikation los. Uns fehlen nur die Autos. Ach, da ist einer. Ja gut, die sind natürlich, die sind jetzt im privaten Qualifying. Bedeutet, alle Fahrzeuge fahren sozusagen für sich allein, also keiner sieht die anderen Fahrzeuge auf der Strecke. So kann es auch nicht zu Kollision kommen, kein Windschatten ist möglich, also ganz gut gelöst, das Ganze. Schauen wir mal, Steven Klein ist unterwegs. Die Fahrer haben 4 Runden. Können wir mal kurz schauen, ja, 4 Runden. Bedeutet allerdings eine Outlap, 2 gezeitete und dann eine Inlap. Also wirklich nur 2 gezeitete Runden. Und normalerweise wird die zweite davon besser. So, und Steven Klein setzt die erste Zeit. Sollte aber noch besser werden. Hat jetzt nämlich schon wieder Vorsprung, 73.000. Ja, knapp über eine Zehntel. Nee, deutlich über eine Zehntel. Und am Ende ist es, ja, jede Menge, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier Roy Schroten. Wen haben wir noch? Ja, irgendwie hängt es bei mir hier gerade so ein bisschen hinterher. Marco Meyer. Das hier, der scheint sich auch gerade zu verbessern, ist erstmal in Führung. 12.000 vorn.
Ja, jetzt wird es mir hier auch im Monitor angezeigt. Tatsache, du hast recht. Die Monitore hängen hier ein bisschen mit der Zeit hinterher und ich sehe ja. Hier. Und jetzt ist Sandro Petruzzello vorne mit 47.000. Und fährt auch wieder in die Box. Hat also auch seine zweite Runde absolviert. Marco Meyer dann auf der 2. Marius Berth auf der 3. Roberto Alaimo auf der 4. Steven Klein 5. Roberto Lai. Oh, jetzt auf der 7. Hat sich jetzt einer an die Spitze gesetzt? Nein. Sandro Petruzzello immer noch. Aber auf die 5 hat sich jetzt jemand gesetzt. Und zwar Matthias Hoch. Also ist es auch in seiner zweiten Runde, also in seiner zweiten gezeiteten Runde. Da gab es jetzt wieder eine Veränderung. Martin Stöllinger, jetzt der neue Fünfte. Und das auf seiner ersten Runde. Also das könnte interessant werden. Martin Stöllinger auf der 5. Der hat nämlich noch eine Runde. Ne, der ist jetzt auf die 1 gefahren. In seiner zweiten Runde. Jetzt. Ja. Auf, mit einer 15285. So, Gary Hart kommt jetzt in die Box vom Team Ace Racing. Und auch Bernd Köhler. Damit müssten jetzt alle schon durch sein. Also damit sind alle durch. Lief jetzt doch sehr schnell ab. Denn ich kenne es normalerweise so, dass man versucht, möglichst spät erst rauszufahren, um dann eine wärmere Strecke vorzufinden, die dann noch mehr Grip bietet. Und dann seine schnelle Runde zu setzen. Aber das scheint den Fahrern hier anscheinend ziemlich egal zu sein. Ja, damit sind jetzt alle schon durch. Ja. Und wir schauen auf den führenden Martin Stöllinger. Hinter ihm, oder neben ihm vielmehr, wird dann Sandro Petruzzello starten. Dann Marco Meyer auf der 4. Marius Berth auf der 5, Roberto Alaimo. Hoppala, und jetzt wird alles ein bisschen durchgemischt. Jetzt haben wir wieder alle sichtbar. Auf der 6 dann Matthias Koch, auf der 7 Gary Hart, genau. Auf der 8 dann Steven Klein, auf der 9 Roberto Lai, auf der 10 Matthias Lamm, auf der 11 Roy Schroten in seinem ersten Rennen hier. Also gutes Ergebnis für ihn. Auf der 12 Chris Schub ist hier gerade unterwegs. Auf der 13 dann Bernd Köhler. 14 Mike Azzolin. Auf der 15 Thomas Strank. Auf der 16 Robin Ricke. Auf der 17 Friedrich Laditz. Der hatte ja Pech beim ersten Rennen. Ist da sehr, sehr früh ausgeschieden. Auf der 18 Chris Dahms. Auf der 19 dann Ralf Barth. 20. Ingo Lutz. Auf der 21, holla, meine Herren. Auf der 21 Noah Nevi. Auf der 22 Udo Wagner. Auf der 23 Thilo Bonkowski. Und neu mit reingekommen auf den Server haben wir zum einen Andreas Starke. Moment. Ja, die Herren verwirren mich jetzt hier ein wenig. Denn Dominik Wölfe ist, glaube ich, hier gerade in Zeit gefahren im Urlaub. Entschuldigung. Wo haben wir denn den Dominik Wölfe jetzt auf einmal? Müssen wir mal ein bisschen durchsuchen. Bis wir ihn dann. Ja, da war er doch. Ja, Dominik Wölfe. Auch er im Qualifying dazugekommen. Erst beziehungsweise im Warm-Up erst dazugekommen anscheinend. Zumindest wurde er uns so angezeigt. Ja, also ich muss unbedingt nochmal auf Andreas Starke hier zu sprechen kommen. Ich meine, ich kenne ihn persönlich. Aber bitte, das Auto. Nee. Das ist, okay, es ist sehr exotisch, aber ich muss einfach auf diese Farbe zu sprechen kommen. Das ist die Startnummer 46. Richtig. Ja, wie gesagt, ich kenne ihn persönlich, er ist auch, ja, auffällig ist gut. Auffällig war auch das Team Telekom damals bei der Tour de France.
Und die Farbe ähnelt doch dem sehr. Erinnert mich ein bisschen an das Trikot der Fußballmannschaft aus Palermo. Ja, mich eher an das Trikot von Tim Wiese. Na gut, aber sobald es auf der Strecke stimmt, dann... Ja, eigentlich ist er, also ich persönlich kenne ihn als doch relativ schnellen Fahrer. Oh, da war er eben umgedreht. Ja. Ja, oder ich weiß nicht, ob umgedreht oder nur langsam. So schnell, hab ich nicht gesehen. Da jemand irgendwie... So, jetzt funktioniert mein Monitor nicht mehr. Das ist ja natürlich jetzt ganz doof. Also das finde ich ja jetzt kacke. Um es mal so zu sagen. Ja, Roberto Alaimo im Moment auf der 2 im Warm-Up. Also Rennpace scheint bei ihm zu stimmen. Ja, die Fahrer fahren natürlich jetzt auch dann jetzt schon das Rennsetup. Also jetzt testen die Jungs natürlich schon, wie es laufen soll. Also angepasste Reifendruck und so weiter fürs Rennen. Und ja, du hast es angesprochen, da kommt er jetzt am besten zurecht. Oder ganz gut zurecht, lässt hoffen. Fürs Rennen natürlich. Ja, naja, wie heißt es auch in Nesca? Ist es ja sowieso, gell? Also die Startaufstellung ist vielleicht, sag ich mal, zu anderen Rennsportserien mal nicht so ausschlaggebend, denn ganz einfach hier bei der Nesca tatsächlich, das ist das ist wie ein Schachspiel, möchte man fast schon sagen. Also hier wird wirklich sehr viel taktiert und die Frage ist natürlich auch immer, wer kann am besten mit den Reifen umgehen und einfach mit dem Verschleiß, wer kommt am besten zurecht, wer bewegt das Auto einfach am sichersten und durch, weil wir werden natürlich den ein oder anderen Unfall vielleicht auch erleben und das wird zu Komplikationen kommen und welcher Fahrer kann da einfach am besten daraus profitieren und natürlich auch, wer setzt die Boxenstops dann zeitlich am sinnvollsten und ja, da können wir gespannt sein. Ja, das Warm-up ist jetzt noch ganze 30 Sekunden lang. Und dann geht's auch schon los. Also, hier wird sich gar nicht mehr groß aufgehalten. Ja, die Jungs sind heiß, die wollen raus. Ja, natürlich, natürlich. Und nicht nur die, wir natürlich auch. Ja, ich bin auch schon gespannt, den Schlitzebogen. Also, wie läuft das auf einmal? Ja, so läuft das hoffentlich nicht ab. Da war nämlich einer umgedreht. Ja. Ja, und noch eine Sache, wie glaube ich zu erwähnen, ist aufgrund der ja doch arg kurzen Distanz, sind glaube ich 0,53 Meilen, ich weiß jetzt gerade nicht genauer, 0,52, knapp über eine halbe Meile. Da müssen natürlich viele Runden gefahren werden, um dann auf eine ordentliche Distanz zu kommen. Und zwar sind heute 360 Runden anberaumt. Wobei natürlich wieder gilt, wie beim ersten Stream in Daytona, sollten die 2 Stunden erreicht werden, wird nach 2 Stunden abgebrochen. Also, jetzt dann irgendwie mit ganz vielen Porsche, es wird schwierig heute, es wird sehr, sehr schwierig heute, da über die 2 Stunden zu kommen. Denn wenn ein Safety Car rauskommt, dann sollte es eigentlich nach 4 Runden wieder drin sein. Jetzt nehmen wir mal an, es fährt halb so schnell. Es fährt noch ein bisschen langsamer. Dann sind wir bei vielleicht 35 Sekunden pro Runde. Bei 5 Runden macht das dann Zeitverlust von insgesamt 1,40. So, wir sind im Rennen oder nicht? Oder doch? Wir sind im Rennen. Ja, das ging jetzt sehr schnell. Martin Stellinger führt das Feld hier an, da ist das Pace Car. Mhm. Und dann gehen wir nochmal durch auf der 2, dann neben ihm Sandro Petrocello auf der 3, Marco Meyer auf der 4, Marius Bert auf der 5, Roberto Alaimo auf der 6, Matthias Koch auf der 7, Gary Hart auf der 8, im Kleinen. 9. Robert Ley, die Top 10 komplettiert Matthias Lamm. Der 11 Roy Schroten und ich glaube, geht's jetzt schon los. Nee, es gibt noch eine Runde. Auf der 11 Roy Schroten richtig, auf der 12 dann Chris Schub, auf der 13 Bernd Köhler, 14 Mike Azzolin, 15 Thomas Strank,
16 Robin Riegel, 17 Friedrich Laditz, 18 Chris Dams. Geht's jetzt los oder nicht? Nein, die Fahrer fahren uns jetzt hier für eine Einführungsrunde, wird also aus der Box gestartet in die Einführungsrunde und dann ist das Pacecar wohl wahrscheinlich jetzt schon abgebogen. Das heißt, der Führende bestimmt jetzt das Rennen und nach Startziellinie darf dann überholt werden, aber es sieht im Moment noch etwas langsam aus. Green, green, green. Jetzt geht's los. Also, meine Herren, auf geht's. Ja. Ja, und da ist aber der Sandro ziemlich gut weggekommen. Ja, der. Also auf der, mit der Schlachtposition 1 da, also mit der Schlachtnummer 1 wirklich gut weggekommen. Da war der Zweitplatzierte, da schien mir da auch da irgendwie Probleme mit der mit dem Rausbeschleunigen gehabt zu haben. Also mit dem, überhaupt mit dem Beschleunigen, dabei ist er ganz langsam gewesen. Ja, und noch sind alle Fahrer dabei, das ist ganz gut. Ist ja gerade auf so einem kleinen Oval jetzt nicht ganz so leicht. Marco Meyer, der macht hier Druck auf Platz 4, der hängt jetzt hier gut. Dahinter, Besitzer ist nämlich Marius Berg. Caution is out, buddy. Caution is out. Roll out the throttle. Schön zu sehen, dass sich das Schaden dann abgefüllt hat. Ja, also wirklich die Zuschauer hier doch sehr schnell alle. Und 160.000, es scheint mir ausverkauft. Also 160.000 Zuschauer, so, und was ist jetzt hier? Ah, da fehlt jetzt ein bisschen. Moment, gelb. Gelb. Gelb ist draußen, wir sehen hier oben rechts, gelb wird geschwenkt, ja. Ja, was da muss irgendwas ist passiert? Sein. Ja, ja. Aber so wie ich sehe, fahren alle noch. Also, aber die 25 ist jetzt Bernd Köhler. Den hat, glaube ich, erwischt. Da können wir vielleicht mal zurückschauen. Das sah auch ein bisschen angeeckt aus, das Auto da vorne rechts. Also okay, ja, hier wird er gedreht. Ja. Zack. Da gab es die Kollision, aber da ist er, glaube ich, auch ja, selber schuld. Schauen wir mal, wer das daneben ihm ist. Das ist Matthias Lamm, mit dem er da kollidiert. Und dann dreht es ihn raus. Und ja, aber der Innenluft. Okay, road will be open this time. So, und das hat einfach mal, okay, das ist jetzt ein Lag. Und dann fährt er hier wieder weiter. Und dann sind wir hier wieder live dabei. Er jetzt auf der letzten, auf der 25. Position. So, vorne links. Schauen wir mal, was von hier aus. Nee, von hier aus sehen wir es nicht. Von links ist geil, ja. Ob das im Endeffekt dann auch Probleme bereiten wird im Rennen, was meinst du? Von der Aerodynamik oder dass ob da sogar Teile am Reifen sind? Nein, ist es nie, aber das fährt doch über geht immer noch. Das, ja, das sieht gar nicht so schlimm aus. Ja. Aber geht jetzt in die Box, natürlich muss das reparieren lassen, ganz klar. Ja. Und wir schauen mal nach vorne, ob die hier vielleicht vorbeikommen. Da ist das Pacecar vor Sandro Petrucciello. Die Lichter sind noch an. Und Bernd Köhler, ja, muss jetzt erstmal in die Box fahren. Muss jetzt, ja doch, das sieht ganz schön schlimm aus. Also es hat von der anderen Seite gar nicht so schlimm ausgesehen, aber von hier ist es doch eine arge Beschädigung. Jetzt gut fällt er an. Die Leitplanke, die Mauer da, in die Begrenzung da gefahren, also es hat uns einen richtigen Bums gegeben haben. Also nach 5 Runden, beziehungsweise 6 haben wir jetzt absolviert, ist der Führende nach wie vor Sandro Petrucciello, gefolgt von Martin Stöllinger, Marius Bert auf der 3, auf der 4 Marco Meyer, auf der 5 Matthias Koch, auf der 6 Gary Hart, auf der 7 Roy Schroten, der Neuankömmling, du hast es gesagt, jetzt schon auf der 7, auf der 8 Roberto Lai. Und es geht wieder weiter. Und es geht weiter, alles klar. Ja. Und da haben wir den Restart ein wenig verpasst. Aber Sandro Petrucciello, ja, das hat er ja auch im ersten Rennen in Daytona schon bewiesen. Beim Restart, da ist er einfach gut. Da verteidigt er grundsätzlich seine Position hervorragend. Und genau das hat er hier auch gemacht. Start hatte da augenscheinlich, konnte er ja schon ein bisschen sogar wegfahren. Also jetzt auch wieder kommt hier richtig gut weg. Ja, er kann sowas. Also ich glaube, die fliegenden Starts, die liegen ihm. Mhm. Wir fahren dann wieder mit Marco Meyer mit. Müssen natürlich immer wieder außen auf die gelben Flaggen achten. Wenn es das wieder gibt, dann müssen wir natürlich sofort wieder schauen, was denn passiert ist. Was ist? Aber noch sind sie hier schnell unterwegs. Jetzt muss irgendwie der Marco versuchen. Windschatten ist schwierig auf der Strecke. Also, er wird nicht so richtig. Dafür ist die Strecke einfach zu kurz.
Man muss irgendwie versuchen, an der Bremse zu kommen. Ja, wie sieht's denn aus, erfahrungsgemäß? Weißt du es? Also, wie will ich hier überholen? Ja, das ist eine echt gute Frage. Da musst du der Rundkurse zu sein, aber so. Ja, es ist es auch so ein bisschen. Also, das Oval Monaco, wenn man so will. Man muss natürlich auf den Fehler des Gegners hoffen. Das ist ja ganz klar. Nee, da vorne werden welche überrundet. Ja, das geht natürlich auf der Strecke hier unglaublich schnell. Ja, das ist... Wie überholt man am besten? Ja, auf den Fehler hoffen, sich innen reindrängen und dann nicht wegdrehen. Wie Bernd Köhler eben, sondern dann, ja. Wie sehen wir jetzt eine Überrundung? Jetzt muss man hier, ja. Macht hier Platz, also... Na, oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Sollte aus nach oben fahren und in die schnellen Fahrzeuge vorbeilassen, aber natürlich... So, hier sehen wir auch mal so ein bisschen leichter gesagt, die Batterie. Ist da... Guck mal, da Stoßstange am Heck. Ja, das sind irgendwie ganz komische. Auf dem Dach haben wir auch was platziert. Guck mal, die Kamera ist ein bisschen... Nee, das ist... nee. Dann schauen wir mal hier. Ja, ich würde mal sagen, die ersten fünf scheinen sich hier schon mal so ein kleines Grüppchen gebildet haben, so von einzelnen... Naja, der Roy ist noch ein bisschen weg. Ja, der stimmt, das ist so ein bisschen weg. Also, der erste der Fünf, der sich da vorne gebildet haben. Ja, aber das hier ist eine Überrundung, also das ist nicht der Roy. Ah, okay, ja, richtig. Dementsprechend ist das schon, ja, der Roy irgendwie so jenseits von Gut und Böse, nennt man das, glaube ich. Also, da geht nach vorne... vielleicht noch ein bisschen was, wenn er jetzt gut rankommt. Nach hinten hat er Ruhe. Ja. Aber du sagst es, also hast du angesprochen, also Windschatten vielleicht hier nicht so ausschlaggebend wie vielleicht auf anderen Ovalen, die einfach länger sind, die auch längere Geraden haben. Also vielleicht auch hier das taktische Fahren, also das, was man ja kennt, dann Ziel, wo sich dann einzelne Züge tatsächlich bilden, vielleicht auch hier ein bisschen hinfällig. Also wollen wir einfach mal schauen, wie sich das dann gerade da vorne jetzt entwickelt. Da sehen wir ja jetzt schon, Roy kommt jetzt hier richtig gut ran an die ersten vier. Ja, das täuscht, weil die müssen ja für die Kurven anbremsen. Jetzt haben wir hier. Und da kommt er beim Bremsen. Ah, obwohl, jetzt doch, hat er, die Kurve hat er ganz gut genommen. Ja. Jetzt ist er wohl dran. Oder auch nicht. Aber er fährt ja auch sehr riskant. Also ist immer sehr, sehr nah am Apron dran. Wenn wir mal rauf, aus, rauf aufsteigen von Marco Meyer hinten am Heck. Jetzt ist er dran, kann er Angriff, er lässt sich bleiben. Er bremst sogar früher, hui. Ja. Aber vielleicht nur um jetzt Angriff, nee. Ja. Er wird sich das wahrscheinlich mal anschauen und da jetzt noch nicht zu viel riskieren, gerade bei seinem ersten Rennen. Ja, das ist ein schöner Fünferzug, der sich gebildet hat. Nur, wie gesagt, die schaffen, naja. Also er wirkt, aber nicht so, wie man das von den großen Wahlen kennt, weil die fahren halt hier nur knapp über 200. Das wirkt natürlich der Winter nicht so, wie wir hier jetzt mit 350 unterwegs sind. Das sind ja auf Daytona oder Indianapolis sind das ja normale Zeit, normale Geschwindigkeiten für so ein Nascar. Eigentlich zieht sich das da vorne wieder ein bisschen auseinander. Wir schauen mal bei Marco. Die drei da vorne sind jetzt schon wieder ein bisschen weg. Auch aus der Sicht von Mario. Oh, und da gibt es Unfall. Das wird garantiert eine Caution geben. Ja, da ist hey, auch schon die gelbe Flagge wieder draußen. Wer war das? Das ist der jetzige 25. Also ist wieder Bernd Köhler. Ja, da ist aber auch der Wurm drin in seinem Rennen. Vor allem, jetzt schauen wir mal. Der muss jetzt alle vorbeilassen. Der hat jetzt die Runde drauf bekommen. Muss dann jetzt in die Box fahren. Ach, nee, macht er nicht. Also so viel scheint nicht passiert zu sein. Schauen wir mal, was denn passiert ist. Na, da sehen wir wieder nichts. Das ist super. Ah, da steht er schon. Okay, und dann... fahren wir mal mit ihm mit. Okay, also es scheint, als ob ihm das von alleine passiert ist. Irgendwie. Okay, Road will be open. Mit den anderen hier nichts zu tun. Und dann... ey, dann steht er auf einmal falsch rum. Dreht sich hier halb, schlägt da ein, dann steht er auf einmal falsch rum. Also ich weiß es nicht, ich glaube, er hat sich von allein gedreht, bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Meinst du, das kann ein Folgeunfall jetzt oder einfach ein Schaden gewesen sein von seinem ersten Unfall?
Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist eher eine Unkonzentriertheit. Mhm. Auf jeden Fall geht jetzt Tilo Bonkowski an die Box. Ah, Andreas Stage. Ja, erkennen wir direkt an der doch sehr stechenden Farbe. Schauen wir, wie wir noch haben. Ja, Tilo Bonkowski haben wir gerade hier gesagt. Hier, Ralf Barth auch noch in die Box unterwegs. Ansonsten schalten wir mal durch, sind alle draußen. Ja. 28 ja. Runden sind auch schon vorüber, so schnell kann es gehen. Ja gut, auf der kurzen Strecke sind 28 Runden jetzt nicht allzu viel. Also, das ist vergleichbar mit, ja, 15 Sekunden, 28 Runden, sagen wir mal. Monaco sind, glaube ich, die Zeiten so bei 1,15, glaube ich, oder so. Dann nehmen wir mal keine Ahnung, Indianapolis, das ist fünfmal so lang, da fährst du knapp über eine Minute mit dem NASCAR, glaube ich. Mhm. Also circa eine Minute, das sind 7 Runden in Indianapolis und da fahren sie ja auch ihre 200. Ja, Sandro also, Petrocello hier mit der 24, das war dann nicht mal, war das nicht mal die Nummer von Jeff Gordon, wenn ich mich erinnere, also... Ah, ich weiß es gerade nicht. Ja. Auf jeden Fall fahren sie mit eigenen Skins hier, gell? Das ist richtig. Mhm. Ja, dann, ja, gut. Wir hatten es eben gesehen. Die Gelbphase, die wir jetzt hier haben, Pacecar jetzt wieder vor dem führenden Fahrzeug, also eingeleitet worden durch den Dreher von Bernd Köhler, wo Gott sei Dank keine anderen Fahrer mit verwickelt gewesen sind. Aber gut, für Bernd Köhler hat es einfach nicht sein sollen, hat jetzt auch schon 2 Runden Rückstand durch dieses Malheur, hat sich ja eben auch schon mal rausgedreht, einen Unfall gehabt und er kommt jetzt einfach und hier sehen wir, da darf sich keiner zurückrunden, das ist schon überrundeter. Das ist nämlich Dominik Wölfel, der hat schon eine Runde, der sortiert sich jetzt dort ein und muss sich innen halten. Also die Überrundeten, das ist eine Anweisung, die sollen nach vorne fahren, halten sich dann innen. Mhm. Gut, ob es jetzt auf dem kleinen Oval wirklich so sinnvoll ist, wie auf anderen à la Daytona, ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht. Das sorgt für zusätzliche Gefahr, aber auf den großen Ovalen, also allem, was halt doch annehmbare Geraden hat und so weiter. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter, jawohl. Ja, und Sandro, der macht das wirklich gut. Also, hat hier seine Führung doch sehr locker behalten. Ja, und es kommt nicht zum Unfall. Ja, das Spannende natürlich hier auch bei Bristol ist natürlich wahrscheinlich auch, die Reifentemperatur geht natürlich sehr schnell runter dann auch wieder in der Pacecar-Phase und muss natürlich aufpassen, wenn das Rennen wieder aufgenommen wird, dass man da nicht den Reifen da direkt schon als zu viel abverlangt, aber du hast es angesprochen, Sandro, man kommt hier am besten in der Situation wieder zurecht und setzt sich jetzt nicht ab, aber kann die Führung behaupten. Ja, und dahinter wird es dann schon wieder gerade eng mit dem Marius Bert und Marco Meyer. Ja, eng ist noch wohlwollend umschrieben. Also, Marco Meyer hier mit der Nummer 10 unterwegs. Die ist ja derzeit in der realen NASCAR nicht vergeben. Und Reusch Roten scheint wieder ein bisschen Probleme mit nach dem Neustart zu haben oder will einfach nicht so viel riskieren, jetzt einfach mit etwas kürzeren Reifen. War auch ähnlich wie eben mit dem Neustart, denn wollen wir mal schauen, ob er es dann wieder schafft, sich wieder ranzuarbeiten. Ja, der erfolgreichste Fahrer in der NASCAR-Geschichte mit der Nummer 10, will ich gerade mal nachschauen. Ist das wieder eine Caution oder sieht das nur so langsam aus? Nee, es sah nur so langsam aus. Ja. Ja, das hat mich dann ein bisschen irritiert. Ja, der erfolgreichste Fahrer nach Siegen mit der Nummer... Ah, die hat nicht so viel Glück gebracht in der NASCAR-Geschichte. Ja. Und jetzt ist natürlich hier noch der Roy reingekommen, will ich jetzt außen versuchen. Dafür ist Kurve zu eng. Also 36 Grad gut und schön, aber klappt nicht. Also das kann er, da muss er innen durch. Ja, das ist der Radius, einfach zu eng, gell?
Der Kurvenradius. Ja. Ja. Und jetzt würde ich nochmal zu Ende ausführen. Der erfolgreichste Fahrer war 1997 mit der Nummer 10, Ricky Rudd. Ricky Rudd. Der hat der hatte die Nummer ganze 6 Jahre. Mhm. Allein 97 2 Siege geholt, war 6-mal in den Top 5 und 11-mal in den Top 10, allein in diesem einen Jahr. In seinen besten Jahren war er 16-mal in den Top 10 bei 31 Rennen, also die Hälfte aller Rennen. Konstanz pur, hm? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, der Marco Meyer tritt so ein bisschen in die Fußstapfen, denn er fährt auch sehr konstant. Er war auch in Daytona schon sehr weit vorne. Ich glaube, am Ende war er da Zweiter, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Von daher würde das so ein bisschen passen. Caution is out, buddy. Caution is out. Roll out the throttle. Pace car has the field. Get caught up there, buddy. The road is closed, bud. So, und jetzt sind wir hier. Also der Stand nach 43 Runden, Sandro Petrocello auf der 1, Martin und da stand einer verkehrt rum. Wir haben also wieder eine Pace Car, ist mittlerweile auch schon herausgekommen, das ging aber schnell. Ging so, der Fahrer, der da quer stand, hat sich gerade aus dem Rennen escaped. Stand jetzt nicht mehr dabei. Oder? Der ist einfach nur verschwunden, ne? Da steht er, ist er noch. Das ist doch Gary Hart, der da sich gedreht hat. Schon mal, was da passiert ist. Ja, da sehen wir erstmal nichts. Da steht er schon. Also, da versucht er irgendwie wegzukommen. Ist natürlich schwierig. Da stand er. ganz von allein. Das ist die Gefahr natürlich. Heck, wenn du dann zu viel Gas gibst am Kurvenausgang, dann verlierst du eben das Heck und dann, okay, das war jetzt wieder ein bisschen... Dann stehst du den Zuschauern. Dann stehst du halt unter den Zuschauern, genau. So ist es. Ja. Also, ja, natürlich viel Pech da. Also bringt dir nochmal ein bisschen Unruhe rein. Gary Hart fährt jetzt auch an die Box. Und wenn ich gerade mal so schaue, die Nummer 39, die hat auch jetzt eigentlich überhaupt keinem Fahrer so wirklich Glück gebracht. Wurde sowieso zum letzten Mal 2005 verwendet. Und meist so für Gelegenheitsstarter. Also der einzige, der wirklich mehr als 10 Starts hatte in einer Saison, war Blackie Wangerin 1978. Und also auch die von der Führungsquintett, also sind jetzt glaube ich auch alle in die Box gekommen. Also Sandro war in der Box. Und damit ist. Moment, damit haben wir gerade irgendwas falsch eingeblendet, denn das ist nicht Ralf Barth. Wir wissen, wer das ist. Das ist Thomas Strank, das ist Ralf Barth und Andreas Starke ist auf 3 vor. Ja. Will also weiter draußen bleiben. Ja, Thomas Dann Strank. Dann Sandro Petrocello auf der 4 rausgekommen. Roy Schroten hat jetzt natürlich deutlich Boden gut gemacht, ist an sich Zweiter, denn die drei hier vorne waren ja noch nicht in der Box. Roy war schon gerade drin. Also Roy Schroten hier tatsächlich, ja, ich sehe jetzt also auch als an der Box gewesen, also hier obwohl jetzt relativiert sich das gerade, Sandro Petrocello, also noch vor Roy Schroten, aber Tatsache, ja, du hast recht, Roy Schroten, also, Ralf Barth war auch schon in der Box und zwar in Runde 28, da war nämlich auch eine Caution und da hat er seine Chance genutzt und ist jetzt natürlich vorn. Ja, out of nowhere. Andreas Starke war genau in der gleichen Runde drin. Okay, Thomas Strank, der ist jetzt 46 Runden durchgefahren. Der muss auf jeden Fall noch. Der hätte die Chance eigentlich nutzen sollen. Alle anderen waren schon mal drin. Oder, Thilo Bonkowski 2-mal, Bernd Köhler 3-mal. Wobei ja bei Bernd Köhler auch das Unglück mit den beiden Unfällen dazu kam. Aber damit eigentlich jetzt nach boxenbereinigtem Ranking erster Ralf Barth. Macht der Thomas jetzt nicht einfach einen Fehler, indem er jetzt so lange draußen bleibt? Ich weiß, na gut, ich habe jetzt keine. Green. Weiß jetzt nicht, wie lange so ein Reifen hält natürlich, aber so ein Reifensatz.
Aber er verliert natürlich jetzt, gell? Wenn er. So, also und. Jetzt geht's schon wieder weiter. Und der Ralf Barth, der hat ziemlich geschlafen. Der hat ziemlich geschlafen. Und jetzt. Richtig eng. Also, Thomas Strank nach wie vor führender. Ralf Barth auf der 2, Andreas Starke auf der 3, Sandro Petruzzella auf der 4, Roy Schroten auf der 5, 6, Martin Stöhlinger. Auf der 7 Matthias Koch und auf der 8 Marius Bertz, auf der 9 Mike Azzolin und ja, und jetzt auf, da gab es eine Berührung. Und da ist das Pacecar immer noch draußen, also Verwirrung pur. Das, ja, das und ist wieder das draußen, ist also, ja, und Ralf Barth ist jetzt Erster. Oh, das war auch sehr mutig vom Pacecar-Fahrer, also... Ja, das durchaus. Thomas Strank in der Box. Thomas Strank natürlich jetzt mit dem Pech. Muss jetzt natürlich irgendwie... Ja, wo... Es wird ihm ja jetzt gesagt, wo er sich einzuordnen hat. Ah, okay. Aber anscheinend ist das ganz hinten im Feld. Okay, road will be ja. Open this time. Also. Muss sie jetzt also alles vorbeilassen. Nee, er fährt in die Box. Das hat sich dann nochmal umgeschickt, fährt jetzt nochmal. Ja, gut. Ja, da war es, das ist ganz blöd für ihn jetzt gelaufen. Also kurz nachdem das Rennen wieder aufgenommen worden ist, hat sich also da wieder etwas ereignet und wieder gelb. Und in dem Augenblick hat das war, das ist seine Taktik natürlich jetzt, ja, für den Eimer. Gut, jetzt. Ja. Das hast du schön ausgedrückt. Gut, also Ralf Barth jetzt derjenige, der also vom vorhin, von dem, von wo alle in der Boxen waren, also jetzt dann davon profitiert hat, ganz einfach, also am besten weggekommen ist, auch die Kurve anscheinend am schnellsten gearbeitet hat, also er der neue Führende. Thomas Strank also jetzt mit seinem ersten Boxenstopp. Einmal in der Box waren schon Thilo Bonkowski und Bernd Köhler schon dreimal, aber wir haben gesehen, warum. Hat er mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt, hat sich da rausgedreht, das war schon zweimal an die Betonmauer angeschlagen, aber die beiden führen das Feld auch momentan von hinten an. Was macht Thomas Strank hier? Irgendjemand ist gerade am Pacecar vorbeigefahren. Okay, here come your lap cars inside. It's gonna be a lot of chaos up front here, so just be ready. Alright, buddy, give your seatbelt a tug for me, alright? It's a music, bad boy, let's go rock and roll, that more? Wäre zumindest logisch, denn dann gab es gerade die Lucky Dog-Regel. Ja. Bedeutet, der erste Überrundete durfte sich zurückrunden. Der und geht jetzt weiter einen, oder? Einen nee. Man weiß es nicht, ja. Also ich sehe es Pacecar noch gelb. Nicht. Ja, aber es hat eben noch, also wir haben da eben das blinkende Licht oben rechts gesehen, das ja da an diesem Fangzaun angebracht ist, da rechts schon wieder. Aber ich glaube, es geht jetzt weiter. Green, green, green. Ja, jetzt ist es aus. Dementsprechend geht es jetzt weiter und da schießt aber jemand vorbei. Und natürlich ist es Sandro Petruzzello. Ja, da frage ich mich, wie langsam sie denn da unterwegs gewesen sind, haben das sah ja aus, wie er da vorbeigeschossen ist, als hätte der Rest des Feldes hätte einfach geschlafen. Ja, das schien wirklich so. Was ist jetzt los? Gibt es wieder gelb oder was ist jetzt? Das sieht nämlich sehr langsam aus. Gerade gelb hier angezeigt auf dem Monitor. Ja, schon wieder. Oh. Ja, okay. Jetzt gibt es jede Menge Groschens da hinten. Oh, so um Platz 20. Moment, warum ist Marco Meyer auf Platz 19? Ja, da wird es ein Problem für ihn gegeben haben. Ja, oh, meine Herren. Zack. Oh, Box, ja, jetzt geht's hier ab. Ping-Pong. Ja, und dann sehen wir nichts mehr. Ja. Also, okay, die Frage, kann man noch am Auto was sehen, das sieht sehr beschädigt aus, das Auto. Also, schauen wir hier.
Das sieht arg beschädigt aus. Also richtig hart angeschlagen hier an beiden Mauern, innen und außen, hat da die nachfolgende Fahrer dann wieder Glück gehabt, dass da nicht noch mehr passiert ist, aber was dann genau vorgefallen ist, ob er da sich da mit Fahrern uneinig gewesen ist, also das war jetzt von den Kameraperspektiven, die wir hier zur Verfügung haben, leider nicht so richtig zu rauszusehen. So, also das Auto ist sehr deformiert. Also ja. Das ist ja, da haben, glaube ich, die Mechaniker ganz schön den Vorschlaghammer zu schwingen. Panzertape auf jeden Fall immer Mann. Ja, aber ich glaube, da brauchst du schon den Hammer, um das wieder auszubeulen. Panzertape, naja, weiß ich nicht, ob das jetzt allzu viel hilft bei ein paar Beulen. Wenn jetzt irgendwas Scharfes abstehen würde, vielleicht, aber naja. In der Regel natürlich immer vonnöten, gerade bei der Nesca. Ja, tja, und jetzt weiß ich nicht, wie viele Gelbphasen hatten wir da mittlerweile schon? Schon die fünfte oder so? Ich würde sagen zu viele. Ich glaube, das reicht als Angabe definitiv aus. Es müsste jetzt, glaube ich, vierte oder die fünfte sein tatsächlich. Okay, here come your line. Durch zwei Aktionen. Alright buddy, give your seatbelt to touch for me, alright? Gary Hart. It's me and them bad boys, let's go rock and roll, 10-4. Jetzt lass mich überlegen, haha. Tja, Thomas die letzte jedenfalls von Marco Meyer. Die, wo Thomas Schrank ja geführt hatte, also die danach, da, also er hatte ja geführt, hat dann irgendwie den, wo wollte in die Box fahren, dann gab es ja wieder Geld. Und dann jetzt die fünfte, ja. Ich weiß gar nicht, wer die vierte ausgelöst hatte, aber... Ja, fünfte Caution in nicht einmal 60 Runden. So ist es. Und der beste Job, den finde ich, macht im Moment noch, also bis jetzt Roy Schroten, der jetzt mittlerweile auf Position 3 schon liegt. Und er hat sogar auch die drittschnellste Zeit gefahren. Mike Schroten, da hat sich schon wieder einer gedreht. Es gab schon wieder den Restart und der Sandro hat das sehr gut gemacht. Aber dann ist es dazu einer Massenkarambolage gekommen. Da schauen wir mal hin. Den haben wir also. Marius hat da, glaube ich, mit involviert. Dann schauen wir mal. Da vorn qualmt es. Wen hat es denn da erwischt? Das muss ein Überrundeter sein. Ja, das ist Gary Hart. Wie hat es ihn denn erwischt dort? Okay, also... Von so ganz alleine jetzt natürlich ziemlich schwach. Aber das sieht mir fast danach aus. Gemacht, ja. Also irgendwie so von ganz allein. Und dann dreht es ihn hier und dann müssen die da hinten auch noch aufpassen. Und da sehen wir es auch sehr schön. Da fliegt dann rechts noch zwei weitere ab. Und dann will er da wieder rauffahren und irgendwie. Okay, da haben wir auch die anderen beiden. Und zwar sind das Mike Azzolin. Okay, oder Safety Car. Aber Mike Azzolin, okay, und jetzt gehen wir dann mal wieder live rauf und da ist Sandro Petrozelli hinterm Safety Car. Links ist noch jemand, das ist Dominik Wölfel. Ja, also die Gefahr ist einfach... sechste Safety Car Phase. Ja, die Reifen scheinen natürlich dann hier nicht auf grüne Temperatur zu kommen bei den vielen Unterbrechungen und das scheint dann der ein oder andere einfach schlichtweg zu vernachlässigen. Also ganz alleine sich da rauszudrehen, das sieht schwer danach aus, dass da einfach die Reifentemperatur nicht gepasst hat. Ja, oder zu viel Gas geben dann beim Restart, das kann natürlich auch sein. Aber normalerweise sollte das nicht passieren, das ist eigentlich ja ein Anfängerfehler. Und normalerweise ist ja der Gary Hart gerade einer, den man doch im Simracing doch relativ gut kennt, der fährt doch... Ja, hat sich doch einen Namen gemacht durch seine guten Ergebnisse in vielen Serien. Mit dem Team Ace Racing. Ja, also da haben wir schon bessere Vorstellungen von ihm erlebt. Und wir warten jetzt darauf, dass das Safety Car so langsam wieder reinkommt. Noch hat es die Lichter an.
Das Fleckenmännchen ist auch noch ganz wild am Wedeln mit der Fahne. Ja, also ich glaube, der wird sich heute Abend ins Bett legen und ihm werden die Arme schmerzen. Meine sechste Safety Car Phase im Schnitt so 3 Runden Safety Car oder 4 Runden Safety Car. Ja, 6x4, 24. Er kann also 24 Runden da wedeln, eine Runde über 30 Sekunden. Das heißt, er hat schon bestimmt 12, 13 Minuten gewedelt insgesamt. Ja, er ist nicht zu beneiden. Ich meine, wer es nachempfinden möchte, der darf das gern tun. Soll sich einfach 2 Stöcke in die Hand nehmen und dann 12 Minuten kreuz und quer wedeln damit. Und wer dann noch Spaß dran hat, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Aber ich kann einen guten Psychotherapeuten empfehlen. Okay, here's gonna be a lot of cars inside. It's gonna be a lot of chaos up front here, so just be ready. Alright, buddy, get your seatbelt and talk for me, alright? Wir schauen mal ein bisschen auf die Reihenfolge. Get the knee in that bad boy, let's go rock and roll, that works? Ralf Barth hält sich immer noch auf der 2, dann Roy Sproten auf der 3, Andreas Starke mit seinem doch relativ frühen Stop jetzt auf der 4, Martin Stöllinger auf der 5, Matthias Koch auf 6, Marius Berth auf 7, dann auf der 8 Matthias Lamm, auf der 9 Steven Klein, auf der 10 Chris Dahms, auf der 11 Friedrich Laditz, auf der 12 Roberto Alaimo, 13. Robin Ricke, 14. Noah Nevi, 15. Ingo Lutz, 16. Udo Wagner, 17. Chris Schuh. Ich glaube, jetzt geht's vorn weiter. Kann das sein? Das kann sein. Das sieht aber schnell aus, ja. Ja, und Ralf Barth, irgendwie pennt der gerade. Also wieder den Restart verpennt. Also und zwar völlig. Also scheint er da vielleicht in die ersten Gänge da nicht zu funktionieren. Nee, es ist noch gelb. Es ist schon wieder gelb. Also jetzt ist wirklich Verwirrung. Muss denn das Pace Car? Die Frage ist erstmal, ist das Pace Car überhaupt da? Ja, deswegen. Wenn es nämlich wieder rauskommt, ja. Dann ist klar, was los ist. Wir schauen mal und sehen es. Also jedes Mal, es häuft sich jetzt tatsächlich nach einem Restart, dass da wieder... Ja, da ist das Pacecar, also siebte Caution. Also hier scheint tatsächlich hier die Leute Probleme zu haben mit dem Restart. Ja, insbesondere der Restart, also der scheint ja das wirklich jedes Mal zu verpennen. Ja, ob da nicht da wirklich ein technisches Problem irgendeiner Art vorliegt. Ja, es ist ihm zu wünschen, dass es nicht sein Eigenverschulden ist. Und der ist dann gerade in die Box gefahren, Andreas ja, aber Starke? Der ist hier. Ah, nee. Das muss ein Überrundeter gewesen sein, so Platz 20 und weiter hinten. Ja, das ist... Ist das Thomas Strang? Mhm. Ja, es ist Thomas Strang. Und okay, Ben Tiller also er kommt auch wieder in die Box zu kommen, also jetzt auch schon von Ihnen der zweite Boxenstopp jetzt. Und wir schauen uns das jetzt mal aus der Sicht von Roy Schroten an. Ja, schöne Werbung hier für Verizon. Ein Mobilfunkanbieter und ich glaube, er wird jetzt auch rege mit der Box funken. Was denn gegen den Ralf Barth getan werden kann. Dass man da vielleicht beim Restart relativ schnell an ihm vorbeikommt. Eieieiei, siebte Caution in nicht einmal 70 Runden. Wenn das so weitergeht, dann moderat einfach beschleunigen und da gar nicht. Ja, wir haben schon 31 Minuten rum und wir haben noch nicht mal 70 Runden absolviert. Normalerweise sollten jetzt knapp 100 schon fertig sein. Über 100 schon fertig sein. Aber wir haben noch nicht okay, here come your lab cars inside. It's gonna be a lot of chaos up front here, so just be ready. Alright, buddy, give your seatbelt a tug for me, alright? Ich weiß gar nicht, wie viel das letzte Mal waren, aber ich glaube, da brauchen wir noch ein paar. Okay. Wobei wir natürlich beim letzten Mal auch nicht so viele Runden hatten. Wir hatten das Daytona 300, das bedeutet bei einem 1,5-Meilen-Oval 200 Runden. Da haben wir natürlich 360 Runden. Da ist natürlich viel mehr Möglichkeit in Sachen Anzahl der Cautions. Vielleicht sollten wir die Caution-Kilometer messen. Oder die Caution-Meilen. Die sind noch besser. Ja. Dann, bis wir dann einen Rekord haben, da dauert es noch ein Weilchen. Einfach Anteil in Prozent. Vielleicht ein ganzes oder Moment. So natürlich. Oder so.
Aber auch da ist, ja, das ist glaube ich auch noch besser. Es ist natürlich eine unterschiedliche Meilenlänge in den beiden Rennen. Also wie gesagt, das. Oh, und es geht schon weiter. Und jetzt hat Ralf Barth mal nicht geschlagen. Ja, doch ein bisschen, aber das ist natürlich ein bisschen auch so, verloren ab. Dass da, dass da die zwei Überrundeten dazwischen sind. Und normalerweise ist es so, dass die eigentlich sich links daneben einordnen sollen. Das haben sie hier nicht getan. Ja. Dadurch hat schon der Führende jetzt schon knapp 2 Sekunden Vorsprung auf Ralf Barth hier in diesem Augenblick. Also Sandro Petruzzello mal wieder am besten gestartet. So, und das Feld scheint jetzt... Und Reus Rutten außenrum! Der versucht außenrum. Und der hält sogar mit. Ja, jetzt hier, Tatsache. Aber jetzt ist er, ja, irgendwie muss er jetzt aber vorbeikommen. Also außenrum geht's auch, aber jetzt ist er dahinter. Jetzt will er vielleicht innen versuchen irgendwo. Außen hat also funktioniert, es hat jetzt nicht passiert, also versucht er ist, will jetzt vorbei. Ja, natürlich, wenn jetzt nämlich wieder eine Caution kommt, ich glaube, da hat das gelbe Signal, da hat es... Noch ein bisschen Monitor, ja. Ja, da hatte ich einen Knick in der Optik. Jetzt, okay, und hier. Aber, Ralf Barth dreht sich weg. Wow. Und das müssen wir uns nochmal anschauen. Hilfe! Also ich sag jetzt mal, ich habe keine Berührung gesehen, man muss den Ralf selber rausgedreht haben. Das so habe ich jedenfalls gesehen. Hier noch nicht nächste gerade. Jetzt hier Kurvenausgang. Nee, da ist keine Berührung. Also beim besten dann schlägt er hier voll ein. Ja, also weg geht's. Hilfe! Ja. Das müsste jetzt die nächste Caution geben. Ja, es blinkt. Ja, und da ist auch schon das Pacer. Ja. Also damit hat Ralf Barth den zweiten Platz abgegeben. Ist jetzt aber weit zurückgefallen auf Platz 20 müsste das sein. Ja, auf Platz 20. Ja. 8 Caution schon. Also wir gehen wirklich auf den Rekord zu. Und ich glaube, so langsam sind auch die 160.000 Zuschauer hier im Stadion, muss man es ja nennen, im Stadion ein bisschen langweilig. Dauern jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist tatsächlich der Reifen jetzt hinten schon hinüber, dass da die Leute hier die Traktion so oft jetzt hier verloren haben, sich gedreht haben, oder? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war einfach nur eine Unkonzentriertheit. Mhm. Dass er zu viel Gas gegeben hat am Kurvenausgang, dann hat er das Auto eben verloren. Wobei, er hat auch schon mit seinem Auto 50 Runden beinahe gehabt. Mhm. Und da kann es dann durchaus sein, dass die Reifen dann doch abbauen. Wir hatten es ja auch bei Gary Hart gesehen, der hatte ja auch seinen Unfall. Muss ich gerade mal schauen, wie dort die Reifen bei ihm abgenutzt waren. Also du hattest mitgeteilt, glaube ich, also die 8. Pace-Car-Phase, ist das richtig? Ja. Und wir sehen also... Gary Hart war in der 45. Runde drin und ist 15 Runden später. Nee, das ist Marius Barth. Ha! Tja, wenn man die Augen nicht aufmacht, ne? Dann passiert eben genau das. So, also jetzt nochmal hier Gary Hart. Na gut, der hatte ja schon zweimal seine Unfälle. Mhm. Den ersten nach 43 Runden. Okay, here come your lap cars inside. Okay, das kann mit dem Reifen zusammen nach 44. Und dann auf 15 Runden später nochmal. Right. Und das ist eigentlich... Ja, also 15 Runden später, das ist eine Unkonzentriertheit. So, das Safety Car kommt hier gerade wieder rein, ja. Und wir schauen jetzt bei euch Roten, wie der denn sich anstellt beim Restart. Soweit läuft alles sehr gut für Roy. Ja, hier ist er noch nicht. Also immer noch Geduld. Jetzt kommen sie nicht auf die Gegend gerade. Und ganz wichtig, sobald die grüne Flagge gesprengt wird, darf überholt werden. Also nicht erst auf Startziel, sondern sobald die grüne Flagge draußen ist. Wir sehen es gleich rechts. Da haben wir nämlich, jetzt ist die Lampe aus und jetzt kann überholt werden normalerweise. Aber er musste da natürlich aufpassen, weil innen natürlich noch die beiden... Oh, und da kommt es zur Berührung. Und das gegen den Überrundeten, das ist eigentlich... Nee, das ist Martin Stölle, oder? Nee, das ist eigentlich nicht die feine englische Art hier. Sollte man eigentlich nicht tun. Jetzt geht nämlich auch noch der Martin Stöllinger innen durch. Oh, und da wird es nachher noch böses Blut geben. Da bin ich mir jetzt schon sicher.
da wird es nachher noch heftige Diskussionen. Schau mal, wer war denn das? Das war Gary Hart. Gary Hart, also jetzt hier derjenige, der quasi dem Roy in die Suppe gespuckt hat. Eigentlich sollte man sich ja als überrundetes Fahrzeug, natürlich darf man mitfahren, man darf auf dem Hintermann Windschatten nehmen, aber man sollte eben versuchen, sich da aus den Positionskämpfen rauszuhalten. Und das ist ja auch